Wir sind heute beim Tag der offenen Tür und zeigen euch unsere Schule. Kommt mit! Hallo Anton. Wie findest du die Schule? Ich finde sie sehr schön. Was bedeutet hier das Projekt? Naja, das ist jetzt erstmal noch unsere alte Schule. Und ja, es steht noch nicht fest, wie es jetzt gebaut wird. Okay. Und wie findest du das neue, also wie es angebaut wird jetzt? Schön? Ja, es wird bestimmt sehr schön aussehen. Okay. Ist es dein Projekt? Ja, das ist mein Projekt. Das habe ich innerhalb von 2 Tagen ganz alleine auf die Beine gebracht. Kannst du das uns mal vorstellen? Also hier, ich habe 2 Gebäude. Hier wäre dann das alte Gebäude dran. Hier in dem vorderen Gebäude wäre 1. bis 6. Klasse oben und unten wäre ein Hort. Und hier kommen dann die Großen hin. Und weil man ja hier vorne die ganzen Bäume wegnehmen muss wegen dem Gebäude, nehme ich die Bäume hier oben rauf und dann kommen dann so eine runden Holzbänke drum. Und ein Imbiss würde für einen Imbiss wäre ich auch und so ein paar Bänke, weil die Bäume eben auch im Sommer Schatten spenden, wenn es so heiß ist. Eigentlich habe ich alles geschafft, was ich bauen wollte. Ich habe einen Fußballplatz, ich habe eine Dachterrasse als Schulhof und so. Also ich habe alles. Sprecht ihr auch Französisch? Ja. Sag mal was auf Französisch, bitte. Bonjour, madame. Bonjour, Nele, ça va? Ça va... Bien? Bien. Bien? Ich finde die Schule hier gut und bin ganz froh, dass jetzt auch sogar eine gymnasiale Stufe eingerichtet wird. Ich bin jetzt hier schon 12 Jahre an der Schule und unterrichte Chemie und Biologie. Was gefällt Ihnen hier nicht? Oh, was gefällt mir hier nicht? Muss ich mal überlegen. Na, manche Schüler, wenn die nicht lernen wollen, das gefällt mir nicht. Oder wenn Schüler nicht sich an die Regeln hier halten, das gefällt mir nicht. Ja. Haben oder hatten Sie hier Kinder auf dieser Schule? Nein, ich komme ja von weiter her. Ich komme ja aus Golzen und dort sind meine Kinder zur Schule gegangen. Wie gefällt dir die Schule? Gut. Was gefällt dir nicht an der Schule? Zu wenig Pausen. Wie finden Sie die Schule? Also mir gefällt die Schule sehr gut. Haben Sie Kinder auf dieser Schule? Ja, eine Tochter. Was gefällt Ihnen hier nicht? Oh, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Weiß ich nicht. Also es fängt ein bisschen früh an, der Unterricht, finde ich. Könnte ruhig später sein. Naja. Nach den Ferien, glaube ich, fängt das um 45 an. Das ist dann auch besser, glaube ich.
Was war Ihr Kindheitstraum? Mein Kindheitstraum war, einen Beruf zu haben, an dem ich viel Freude habe und der mir Spaß macht, wo ich mit Menschen zu tun habe. Ja, und ich glaube, den habe ich mir erfüllt, indem ich Lehrer geworden bin. Wie findest du unsere Schule? Ich finde unsere Schule ganz toll. Ich war selber hier 10 Jahre Schüler und finde es heute ganz toll, dass ich immer noch mal zu Besuch kommen darf. Hast du Kinder auf dieser Schule? Ja, ich habe 3 Kinder und alle 3 sind und waren mal auf dieser Schule. Der Paul, der lernt mittlerweile, aber Erik und Marie gehen immer noch hier zur Schule. Findest du das, sagen wir, Elternsprecherin zu sein, eine Vertreterin? Elternsprecher zu sein macht mir viel Spaß, weil ich viel erreichen kann für unsere Schule und für unsere Kinder und auch für die Eltern. Mir gefällt, dass unser Sportplatz so gut so am Wald ist und dass man, wenn man da Frühsportunterricht hat, dass es auch noch schön feucht ist und so. Und mir gefällt auch, dass das jetzt so die Schulhöfe bunter geworden sind. Wie finden Sie die Schule? Ich finde die Schule super, super toll. Sehr schön und ich hoffe, sie wird noch viel, viel schöner. Und Sie? Dem kann ich mich nur anschließen. Haben oder hatten Sie Kinder auf dieser Schule? Ja, ich hatte 2 Kinder. Der Große, der ist inzwischen schon 33. Und der Kleine, der wird 30 dieses Jahr. Und das war das erste Kind, was hier in der Schule auch integriert wurde. Weil er, genauso wie Mathilde, ein bisschen beeinträchtigt ist. Und Sie? Ich habe zwar 2 Kinder, aber ich wohne ein Stückchen weiter weg. Und deshalb gingen sie nicht auf diese Schule. Was gefällt Ihnen nicht an dieser Schule oder ein bisschen weniger? Na, mir gefällt nicht, dass es so eng ist. Wir brauchen also unbedingt mehr Platz, schönere Räume, einen schönen großen Schulhof. Und das passiert ja hoffentlich in der nächsten Zeit. Und Sie? Also dem muss ich natürlich auch zustimmen. Ich merke das ja auch gerade Musik. Ich muss immer so viel tragen und hin und her schleppen. Und ich habe auch schon ein bisschen meine Bedenken, wenn dann die Pausen noch und noch kürzer werden, wie ich das dann schaffe, pünktlich zum Unterricht zu kommen. Also das ist das, was mir natürlich nicht gefällt. Und ich wünsche mir natürlich einen großen Musikraum, dass ich nicht mehr so viel schleppen muss und hin und her tragen muss. Wie finden Sie die Schule? Also ich finde diese Schule wunderschön und ganz toll. Hast du Kinder auf dieser Schule? Oh ja, ich habe 2 Kinder auf dieser Schule. Mia und Jason. Was gefällt dir nicht an dieser Schule? Eigentlich gibt es nichts, was mir nicht gefällt an dieser Schule. Und ich freue mich schon, wenn der Anbau kommt. Für die gymnasiale Oberstufe. Schlaue Kinder braucht die ganze Welt.